Okay, dann also herzlich willkommen zum RSB-Tutorium. Ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, wir haben zwar kein Aufgabenblatt mehr, aber wir können gerne schon mal so ein bisschen quer durchs Semester laufen. Natürlich sind das alles viel zu viele Themen, um das selbst in 2 Tutorienstunden nochmal alles zu wiederholen. Insofern reißen wir einmal kurz die Themen an, dass ihr zumindest schon mal anfangt, euch wieder zu erinnern, welche Themenblöcke da eigentlich da waren. Und genau, also wie gesagt, ganz großer Disclaimer, wir können natürlich nicht alles durchgehen. Aber wir können schon mal anfangen, dass euer Gedächtnis sich so langsam darauf vorbereitet, dass ihr für die Klausur doch noch einiges lernen müsst. Und ja, ganz am Anfang des Semesters hatten wir ein Thema, das sollte euch noch bekannt vorkommen. Jetzt muss ich ja mal gucken. Und zwar dieses Thema hier. Wir haben angefangen, uns Zahlen anzugucken. Und das ist da ja irgendwie verschiedene Zahlensysteme gibt. Und dann hatten wir so Aufgaben wie, nehmen Sie mal folgende Dezimalzahl mit Kommastellen, weil es dann auch so spannend ist, und wandeln Sie das in eine Binärzahl um. Ja, haben wir gemacht. Also deswegen machen wir sowas jetzt hier auch mal. Wir haben 27,125. Wir wollen das erstmal in eine Binärzahl wandeln mit dann Angabe von Oktalzahl und Hexadezimalzahl und danach dann nochmal das Thema Angabe als Binärzahl mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen und danach wandeln ins Zweierkomplement. Gehen wir aber mal schrittweise durch. Wer weiß denn noch, wer erinnert sich denn noch, wie war das mit ja, Umwandlung in Binärzahl? Welche Möglichkeiten gibt es da und vielleicht auch, wie funktionieren dann da gewisse? Woran erinnert ihr euch noch? Was hatten wir da? Okay, genau, das Divisionsrestverfahren. Das ist in meinen Augen mit das Einfachste. Genau, Potenztabellen, das konnten wir machen. Das geht auch noch. Und das dritte wäre das mit dem Horner-Schema. Das finde ich persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, am unkomfortabelsten. Für Anfänger würde ich immer eher sagen, guckt, dass ihr vor allem Divisionsrestverfahren und Potenztabellen ganz gut irgendwie im Blick habt. Aber gucken wir uns doch mal an, nehmen wir zum Beispiel mal das Divisionsrestverfahren. Wie funktionierte das ganz grob? Was mussten wir grob beim Divisionsrestverfahren machen? Ja, okay, genau. Also, es ging ja so ein bisschen darum, wir wollen das Ganze ins Binärsystem wandeln. Und wir müssen dann hierfür vor dem Komma durch die Zahl teilen, also durch 2 teilen. Wir schreiben die Reste auf, genau. Und dann mit der Zahl weiterrechnen. Ich weiß nicht genau, was du damit an der Stelle meinst, aber was wir auf jeden Fall tun müssen, ist natürlich, wir müssen gucken, wir haben jetzt hier eine Zahl, die hat nicht nur Vorkommastellen, die hat auch noch Nachkommastellen. Ne, nach dem Komma war das ja, dass wir nicht teilen, sondern dass wir da multiplizieren. Also schauen wir uns das einmal an, wenn ich jetzt hier die. Wenn ich mir jetzt hier die 27 nehme. Wir hatten ja gesagt, wir machen das Ganze mit dem Divisionsrestverfahren. Na, dann würde ich also die 27 nehmen, durch 2 teilen, habe dann 13, meinen Rest von 1. Mache das Ganze weiter, 13 durch 2. Ach so, das meinst du mit Zahl weiterrechnen wahrscheinlich. Ne, dass wir dann 13, die Zahl, die das Ergebnis war beim Divisionsrestverfahren, dass wir die nehmen und dann weiter dadurch teilen.
Gut, das heißt 13 durch 2, das geht auch wieder nicht genau auf. Das ist 6 mit einem Rest von 1. Dann haben wir 6 durch 2. Ja, ich kann das jetzt wieder sehr weit machen. Wie lange mache ich das denn auf der linken Seite mit den Vorkommastellen? Was ist die letzte Zeile, die ich da schreibe? Die letzte Division? Erinnert ihr euch noch? Wann höre ich mit dem Teilen auf? Ach, vielleicht. Ah, okay, da kam doch noch die Antwort. Ich wollte sagen, vielleicht ist das ein bisschen verblasst. Ist ja auch voll in Ordnung, ist schon eine Weile her. Genau, 1 durch 2 gleich 0 Rest 1 sollte dann immer die letzte Zeile sein. Und da sind wir auch schon fast. Also wenn wir jetzt nochmal 3 durch 2 gleich 1 Rest 1 haben, dann ist tatsächlich unsere letzte Zeile 1 durch 2 gleich 0 Rest 1. Und daran merken wir auch, dass wir dann also zumindest das beim Vorkommastellen richtig gemacht haben. So, dann hatte ich gesagt, wir haben ja hier auch Nachkommastellen, die 0,125. Die müssen wir getrennt behandeln, in dem Fall eben multiplizieren. Das heißt, wir machen hier nochmal 2 gleich 0,25. Das ist dann ein Rest von 0. Wie ergibt sich hier nochmal der Rest von den bei den Nachkommastellen? Na, da war das ja, wir gucken da drauf, immer wenn wir bei der Multiplikation der Nachkommastellen etwas haben, was größer als 1 ist, also 1, irgendwas, dann schneiden wir die 1 ab, schreiben die als Rest auf und mit dem Rest rechnen wir weiter. Also ich könnte jetzt irgendwas haben, 0,75 zum Beispiel, wenn ich damit gestartet hätte. 0,75 mal 2 wäre ja 1,5. Und dann würde ich hier eben aufschreiben, bei 1,5 würde ich aufschreiben gleich 0,5 Rest 1. Dann habe ich die 1 abgekartet und müsste in der nächsten Zeile mit der 0,5 weiterrechnen. So, hier haben wir aber 0,25. Das heißt, zweite Zeile 0,25 mal 2 gleich 0,5, immer noch Rest 0. Und dann wäre die dritte Zeile 0,5 mal 2, dann komme ich auf die 1. Und auch das ist dann wieder halt gleich 0, Rest 1. Das ist dann wieder das, was das Ende hier sein sollte, was ich habe. Also 0,5 mal 2 gleich 0 Rest 1. Gut, jetzt haben wir also dividiert mit den Vorkommastellen, wir haben multipliziert mit den Nachkommastellen. Wie kriege ich denn meine Binärzahl jetzt daraus? Und ich habe hier übrigens noch einen dicken fetten Fehler in der Mitte auf der linken Seite. 6 durch 2 gleich 3 ist 0, ist das natürlich. Gut. Trotz allem, wie gesagt, die Frage, wie komme ich denn jetzt auf meine, ja, auf meine Binärzahl, die da jetzt ausgerechnet ist. Es gibt da schön irgendwie Reste stehen. Muss ich aber irgendwie auch wissen, wie ich das ablese. Okay. Genau, wir haben das unterschiedlich, je nachdem, ob wir Vor- oder Nachkommastellen haben. Das heißt, bei den Vorkommastellen lesen wir das Ganze von unten nach oben. Bei den Nachkommastellen von oben nach unten. Da also, das müsst ihr euch wirklich gut merken, dass ihr das in der richtigen Reihenfolge jeweils macht. Das heißt, wenn ich das hier ablese, ist es 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Okay, das ist unsere Binärzahl. Wie gehen wir denn weiter, wenn wir daraus jetzt Oktal- und Hexadezimalzahl angeben sollen? Ah, okay, genau. Wir können Gruppen bilden von Bits.
Richtig, auch bei Oktal ist es Dreier, bei Hexer Vierer. Gut. Also, was kommt dabei raus? Gucken wir uns das mal an. Wir haben. Okay, Dreiergruppen, das reicht nicht ganz. Wir haben insgesamt haben wir 8 Bits vorliegen mit unserer Binärzahl. Also müssen wir noch auf eine Sache nämlich achten. Ihr erinnert euch dran und wisst doch wahrscheinlich noch, wir müssen mit Nullen auffüllen. Beim Nullen auffüllen, ganz wichtig, dass wir von der Kommastelle das weg auffüllen. Nach vorne und nach hinten gucken, getrennt. Also wir haben 5 Vorkommastellen, da fehlt uns quasi eine 0 für Dreiergruppen. Das heißt, wir fügen eine 0 davor an. Nachkommastellen reicht. Das sind genau 3, das passt. Okay, und dann nehmen wir eben die Zahl, wandeln das Ganze einmal um in eine Hexzahl. 011 ist die 3. Und 001 natürlich die 1. Immer daran denken, wenn wir auch so mit sowas wie Oktalzahlen oder auch Hexadezimalzahlen zu tun haben. Erinnert euch daran, dass ihr ein bisschen immer auch guckt, ist das Ergebnis jetzt stimmig, passt das? Wir haben bei Oktalzahlen im Zahlensystem Maximalzahlen bis 7. Das heißt, wir haben hier nichts, was größer als 7 ist an Zahlen. Sieht also richtig aus. So könnt ihr immer noch mal kurz überlegen, habt ihr jetzt eigentlich das Richtige an Zahlen vorliegen. Genau, und bei Hexadezimal haben wir ja maximal die Zahl F vorliegen, die für die 15 steht. Und insofern, genau, machen wir mal hexadezimal. Und dann, was war das hier? Vierergruppen. Das heißt, uns reichen die Bits vorne auch nicht. Da müssen wir sogar insgesamt 3 Bits vorne einfügen, damit wir dann 2 Vierergruppen zusammenkriegen, weil wir mit einer nicht auskommen würden. Und hier reichen dann halt eben auch die Nachkommastellen nicht. 3 haben wir vorliegen, wir brauchen 4. Damit wir das Ergebnis an sich natürlich nicht verändern, müssen wir eben die Nullen nach hinten quasi aufschreiben, die sonst alle weggelassen werden in den Nachkommastellen, die wir sonst nie brauchen. Und genau, dann kommen wir eben auf die Zahl 0001, 1011,0010. Das wieder einmal umwandeln. Die 1, das ist noch relativ einfach zu finden. 1011, jetzt überlegen wir nochmal, oh, wie war das mit Hexadezimal? Ja, ne? 3 mal die 1 ist ja das Höchste, was mit Oktal geht. Das ist die 7. Dann ist 1001 und 3 Nullen ist die 8. 1001 ist die 9. 10, also dann einen weiter hochgezählt. 1010, das ist dann die 10. 10 gibt es ja nicht. 10 heißt dann A. Wir sind bei 1011, das ist dann also das B, ein weiter hoch. Auch hier wieder, wenn man das nicht weiß, sonst einmal schnell mal runterklatte schreiben, bevor man sich da vertut. Okay, und ja, 0010, das ist dann die 2. Okay, genau, damit haben wir das einmal soweit umgewandelt. Jetzt haben wir natürlich auch noch das, dass wir sagen können, wir wollen das Ganze ins Zweierkomplement haben. Beziehungsweise erstmal als Angabe mit 8 Vorkomma und 3 Nachkommastellen. Genau, das ist nochmal so ein bisschen der Hinweis, dass ihr darauf achten solltet, wenn wir so eine Aufgabe haben, wo im Aufgabentext steht, geben Sie das als Zahl an mit so und so viel Vorkommastellen und so viel Nachkommastellen. Dann achtet bitte auch drauf, dass ihr das tut und nicht irgendwie euch da Punkte verschenkt. Das wäre ein wenig schade dann. So, unsere Binärzahl war die 11011,001. Und würde ich sagen, machen wir das mal. Das hier mit ein bisschen neuem Platz.
so das System es dann irgendwann will. Also mit 8 Vorkommastellen das gleiche wie eben. Wir haben 5 Vorkommastellen zurzeit, das heißt, wir müssen 3 dazufügen. 3 Nachkommastellen haben wir vorhanden. Was wäre denn jetzt eigentlich, wenn es gehießen hätte, machen Sie 2 Nachkommastellen? Also im Moment ist es ja ganz nett. Aber gut, 3 Nachkommastellen kann ich einfach übernehmen. Aber was wäre denn jetzt, wenn die Aufgabe gewesen wäre in B, Angabe mit 8 Vorkomma und 2 Nachkommastellen? Ja, okay, wir müssen die Zahl irgendwie kürzen, selbst wenn das Ergebnis länger ist. Ja, also es hätte jetzt auch sein können, dass wir hier noch irgendwie so ganz viele Nachkommastellen haben. Wir würden aber nicht einfach nur abschneiden, sondern wir würden auch entsprechend runden. Also das heißt, wir müssten uns eben angucken, was ist dann die Zahl davor, die Stelle. Hier wäre das eben die 001. Das heißt, wir würden auf 1 runden. Hätten wir eine 0 an der dritten Stelle, würden wir halt abrunden auf 0. Genau, dass wir vorne weniger Stellen haben, als das Ergebnis hat, das wäre ungewöhnlich in der Aufgabe, weil das nämlich nicht so viel Sinn ergibt. Also da höchstens dann, wenn wir das in Zusammenarbeit machen, dass wir irgendwie dann die Größe der Zahl ändern, indem wir dann noch Potenzen dazu haben, mal dieses mal 2 hoch irgendwas, weil wir dann gleichzeitig das Komma verschieben müssen. Vorne was wegschneiden wäre halt schwierig, weil uns dann ja eben die Zahl verfälscht wird. Aber es kann halt gut sein, dass wir weniger Nachkommastellen nutzen sollen. Okay, haben wir jetzt? So, Zweierkomplement. Wie funktionierte das denn noch? Wie komme ich denn jetzt von meiner Zahl, meiner Dualzahl, ins Zweierkomplement? Okay, genau. Alle Bits invertieren. Das hat dann auch ein anderes Wort. Ja, wenn ich alle Bits invertiert habe, dann ist das erstmal was ganz anderes. Wie hieß das noch? Wenn ich nur die Bits invertieren würde? Richtig, das ist das Einerkomplement. Und dann eine 1 addieren auf der letzten Stelle oder dem niederwertigsten Bit. Okay, machen wir das mal kurz mit unserer Zahl. Das heißt, wir haben unsere. Achso, Moment, ja. Jetzt muss ich selber natürlich auf meinen Aufgabentext achten. Erst die Angabe als Zahl mit 8 Vorkomma, 3 Nachkommastellen, danach wandeln. Das heißt, ich nehme natürlich die verlängerte Zahl, nicht die Originalzahl. Gut, das ist meine Zahl. Das muss ich als erstes invertieren. Das ist ja noch recht einfach, wo jede 1, wo eine 0 war. Kommt eine 1 hin, wo eine 1 war, kommt eine 0 hin. Und dann muss ich an die plus 1 denken. So, bei der plus 1 gilt halt, wir hatten schon gesagt, an der niederwertigsten Stelle bzw. letzten Stelle. Also das heißt, auch bei einer Kommazahl, nochmal zur Erinnerung, wirklich auf die allerletzte Stelle. Das heißt, in dem Fall ist das wirklich dann an der allerletzten Nachkommastelle. Wäre das gleiche, als wenn wir dann eben bei unserer Zahl plus 0,001 rechnen. Weil es eben auf die letzte Stelle hier addiert werden muss. Genau, und dann habe ich meine, wenn ich das zusammengerechnet habe, meine Zahl. Und das ist jetzt quasi die Darstellung der Zahl im Zweierkomplement.
Wofür brauche ich denn überhaupt mein Zweierkomplement? Was würde ich denn damit machen? Gibt ja einen Anwendungszweck dafür. Genau, also ich würde damit mir sparen können, dass ich im Rechner mir Logikbausteine zusammenbaue, mit denen ich subtrahiere, weil ich stattdessen mit dem Zweierkomplement addieren kann. Also statt dann irgendwie jetzt im Dezimalsystem betrachtet, statt dann halt eben im Dezimalsystem zu rechnen, 10 minus 8, würde ich halt entsprechend sagen, 10 plus das Komplement von 8. Ja, oder halt eben im Binärsystem, statt halt irgendwie 1, 1 minus 1 zu sagen, würde ich halt dann eben das Kom. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel gerade. Statt 1, 1, 0 minus 1, 0 zu rechnen, könnte ich dann halt sagen, okay, gut, dann nehme ich halt, dann mache ich das Komplement 0, 1. Okay, dann komme ich auch wieder auf plus 0, 1, 0. Na, okay, schlechte Beispiele gerade. Aber na, also ich kann halt eben tatsächlich sagen, ich rechne das Ganze nur noch mit Addition. Ich spare mir eben den Aufbau von Hardware für Subtraktion. Ich hatte gerade eben quasi das auch angerissen im Dezimalsystem. Es gibt eben Komplemente nicht nur im Binärsystem, auch wenn es das ist, was wir normalerweise nutzen. Allgemein reden wir halt eben von dem B-1-Komplement einer Zahl, wobei B für die Basis des Zahlensystems steht. Also in unserem Beispiel ist die Basis des Zahlensystems hier ja 2 für das Dualsystem. Das 2-1-Komplement, ne? 2-1, 1, das einer Komplement ist das, was wir haben. Genauso wie es eben dann das B-Komplement einer Zahl gibt. Das ist dann wirklich eben, also B2 Basis 2, 2R-Komplement in dem Fall. Das B-Komplement wäre hier also das Zweier-Komplement. Und wenn ich das Ganze im Dezimalsystem betrachten würde, dann habe ich auch das B-1-Komplement. Im Dezimalsystem ist eben das 9er-Komplement. Auch hier würde ich dann erstmal Zahlen invertieren. Also immer gucken von außen die größten. 0, 1, 1 mit 8, 2 mit 7, 3 mit 6 und 4 mit 5. Und das 10er-Komplement ist dann eben einfach nur das 9er-Komplement gebildet, plus eine 1 auf der letzten Stelle, genauso wie wir es hier auch haben. Okay, das an der Stelle also. Genau, Zweierkomplement invertieren und 1 auf der letzten Stelle ist das Wichtigste. Aber merkt euch auch, dass es genauso auch mit dem sowas wie mit dem 10er-Komplement fürs Dualsystem geht. Und natürlich, also Hexadezimalsystem ginge genauso. Ne? Was wäre dann Hexadezimal B-Komplement? Ja, Hexadezimal wäre B-Komplement dann eben 16 und B-1 wäre dann halt 15er-Komplement. Macht es alles ein bisschen weniger lustig in dem Rechnen, weil wir uns ja alle sowieso ein bisschen schwerer ins Hexadezimale reindenken wahrscheinlich. Aber grundsätzlich funktioniert das genauso. Gut, aber Rechnen ist vielleicht auch genau das richtige Stichwort, denn mit Rechnen soll es dann auch gleich weitergehen. Und zwar haben wir, genau, addiert haben wir nebenbei so ein bisschen eben gemacht. Das habe ich, glaube ich, gar nichts mehr zu gesagt, weil es hier relativ einfach war. Hier war tatsächlich das nur ein simples Zusammenaddieren. Natürlich müssen wir auch gucken, es kann beim Addieren auch einen Übertrag geben. Also wenn ich irgendwie zwei Einsen untereinander habe, dann ist das halt ein Übertrag von 1 und ich schreibe unten die 0 hin.
Doch wir gucken uns jetzt auch einmal an, wie wäre das denn, wenn wir schriftlich ganz normal subtrahieren oder auch multiplizieren, in dem Fall die Subtraktion als echte Subtraktion ausführen, als jetzt als Addition mit dem Zweierkomplement, wie wir es natürlich auch machen können. Genau. Subtraktion brauche ich, glaube ich, nicht für sagen. Das machen wir, wie gesagt, einmal kurz zur Wiederholung, zur Einstimmung. Ganz normal schriftliche Subtraktion. Wir haben unsere erste Zahl 110,01. Wir ziehen davon ab unsere zweite Zahl, die 10,1. Und dann gehen wir Stelle für Stelle durch, von hinten nach vorne. An der letzten Stelle wird nichts abgezogen. Da kommt die 1 direkt runter. An der zweiten Stelle ziehen wir 1 von 0 ab. Geht nicht. Wir brauchen also, müssen 1 von vorne borgen. Das heißt, eigentlich haben wir hier noch einen Übertrag. Ich mache das mal als extra Zeile. Wir müssen uns von hier vorne, von der ersten Vorkommastelle, die 1 borgen. Dann haben wir 1, 0 minus 1. Bleibt noch ein Rest von 1 über. Wir kommen zur Kommastelle. Das Komma notieren wir uns. Dann haben wir 0 minus 0, aber leider auch einen Übertrag. Das heißt, wir müssen schon wieder von der Stelle davor einborgen. Haben dann also 1, 0 minus 1. Das würde also wieder hier zu einer 1 führen. Und ja, wir kommen zur zweiten Vorkommastelle 1 minus 1 minus 1. Das reicht wieder nicht. Wir müssen nochmal wieder einen von vorne borgen. Und dann haben wir nämlich jetzt 1, 1 minus 1, 0. Ne? Zwei Einsen, die wir abziehen, sind ja 1, 0 insgesamt. 1, 1 minus 1, 0. Bleibt eine 1 über für uns. Und bei der dritten Vorkommastelle haben wir 1 minus 1 aus unserem Übertrag. Und das ist dann halt 0 das Ergebnis. Das heißt, wir kommen am Ende auf 11,11 als Rechenergebnis. Okay, das kriegt ihr hoffentlich hin. Wie gesagt, mit dem Übertrag ein bisschen drauf achten. Ist manchmal auch nicht verkehrt, das sauber hinzuschreiben. Ich weiß, man kann das halt auch sehr klein, einfach nur als kleine Zahl irgendwo hier reinschreiben. Dazwischen auf den Strich. Für sowas wie eine Klausuraufgabe wäre das wahrscheinlich dann schon schöner, einfach so eine Übertragszeile direkt zu machen, weil dann viel unwahrscheinlicher ist, dass der Korrekteur irgendwie von euch was überseht oder dass ihr selber irgendwie was überseht, weil ihr eine Zahl recht klein reinquetscht. Das nur so als Hinweis. Okay, das also die Subtraktion. Ja, wie sieht es denn mit einer Multiplikation aus? Was muss ich denn da eigentlich tun? Wie funktioniert das? Wie war das noch, wenn ich jetzt Zahlen multipliziere? Wie war das denn im Dezimalsystem noch? Ja, okay, genau. Also, ja, so kann man das beschreiben. Eine Zahl bei jeder 1 der anderen Zahl und das Addieren. Genau, also es gibt ja das Stichwort der schriftlichen Multiplikation. Und das heißt, wenn wir unsere Zahl nehmen, 110,01 mal 10,1, dann würden wir eben tatsächlich durchgehen, gucken bei unserer zweiten Zahl immer, an welchen Stellen ist eine 1. Um dann entsprechend versetzt uns das zu notieren. Gehen dann eben die ganze Zahl durch. Wir fangen vorne an. Das erste ist die 1 hier vorne. Das heißt, wir nehmen die ganze Zahl, die wir hier schon haben. Und schreiben die von hinten beginnend an der Stelle hin, wo die 1 oben ist, also 1, 0, rückwärts, 0, 1, 1. Dann gucken wir uns die nächste Zeile an, das ist 0.
Die können wir entweder weglassen oder wir schreiben sie explizit hin. Wenn wir es explizit hinschreiben, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir bei den Einrückungen uns nicht vertun. Na gut, das Komma dürfen wir auch weglassen erstmal an der Stelle. Dazu kommen wir nämlich gleich, was damit ist. Wir haben 5 Bits. Das heißt 5 Nullen für die zweite Stelle. Dann die 1 von ganz hinten. Wir nehmen also nochmal die Zahl. Wieder um einen eingerückt. Schreiben das alles schön untereinander. Und dann kommen wir, wie schon richtig gesagt wurde, dazu, dass wir das einmal addieren. So, also addieren machen wir natürlich von hinten wieder. Wir haben hinten eine 1. Dann haben wir 0 plus 0. Das ergibt 0. 1 plus 0 plus 0 ergibt 1. 0 plus 0 plus 1 ergibt 1. 0 plus 0 plus 1 ergibt 1. 1 plus 0 ergibt 1. Und 1 ergibt nochmal 1. So, dann habe ich mein Ergebnis. Und stelle mir natürlich die Frage, wo muss ich denn jetzt eigentlich mein Komma hinschreiben? Also, wenn ich multipliziere, wie war das mit dem Komma? Yes. Wenn ich zwei Dualzahlen schriftlich multipliziere, wo kommt am Ende mein Komma hin? Genau, richtig. Es geht darum, die ursprünglichen Nachkommastellen zu nehmen. Wir hatten zwei bei der ersten, eine bei der zweiten und die zu addieren. Also das heißt, die Kommasetzung wäre dann dritte Stelle von hinten. 1, 2, 3. Wir kommen als Ergebnis 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 dann raus. Okay. Gut, das hat nämlich ja für uns auch den Vorteil, wenn wir eben wissen, dass wir das Komma nachträglich so setzen können, brauchen wir nicht zwischendurch in der Berechnung das Komma irgendwo versuchen reinzuschreiben oder auch nicht und zu überlegen, wann brauchen wir das. Nein, wir können ganz bequem zwei Zahlen miteinander multiplizieren und schreiben dann nachher eben das Komma uns dazu auf. Gut, wir müssen sehen, zeitlich sind wir wieder ein bisschen durch die Gegend rennen. Das ist also nochmal grob Wiederholung, Subtraktion, Multiplikation. Macht da ruhig zu Hause nochmal eine Übung, dass ihr das für euch einfach übt, dass ihr das einfach schnell runter machen könnt, ohne dass ihr möglichst also dass ihr möglichst keine Fehler macht. Was wir auch haben können in dem Zusammenhang mit diesem ganzen Thema, ist ein folgender Aufgabentypus. Wo es dann heißt, ja, wir haben Dezimalzahlen, die sollen in eine normalisierte 32-Bit-Gleitkommazahl gewandelt werden. Wobei wir ein Bit für das Vorzeichen nehmen, 8 Bit für den Exponenten in Exzess 127 und 23 Bit für die Mantisse. Klammer auf, es genügt, die ersten Bit 8 Bit anzugeben, Klammer zu. Da erinnern wir uns vielleicht auch noch, es gab einen Namen für diese Zahl, also normalisierte Gleitkommazahl. Wer erinnert sich, wie das auch bezeichnet wurde? Darstellung nach. Dann noch eine Idee.
Okay, IEEE und eine Zahl, genau. Ist schon mal gut, soweit das zu haben. Ist ja schon, wie gesagt, eine ganze Weile her, dass wir das hatten. Genau, IEEE 754. Also es kann halt auch sein, dass das gesagt wird, ja, geben Sie dann eine Zahl nach IEEE 754 Darstellung an. Dann müssen wir noch wissen, ob das eine 32-Bit- oder 64-Bit Gleitkommazahl sein soll. Aber wenn wir Glück haben, ist es in der Klausur, wenn es vorkommen sollte, so eine Art Darstellung, dass dann gleich gesagt wird, ja, wie viel Bit haben wir und wofür ist eigentlich was? Okay, wir fangen mal an mit der einfacheren Zahl, vorne mit der 8. Und ja, wie würdet ihr vorgehen? Ich will jetzt die 8 umwandeln. Was muss ich da machen? Irgendwelche Ideen, Erinnerungen, wie ich da vorgehe? Ich nehme auch erstmal nur Teile als Antwort. Okay, genau. Das erste ist die Vorzeichenstelle. Und in dem Fall ist das 0, weil wir eine positive Zahl haben. Sehr schön. Vielleicht gucken wir uns sonst noch mal an, was brauchen wir eigentlich? Es heißt ja in normalisierter 32-Bit-Gleitkommazahldarstellung. Was heißt denn normalisiert? Also in dem Fall vor allem normalisiert für eine Dualzahl, weil. So viel kann ich ja nochmal sagen. Wir müssen das natürlich, wir machen das in Dualzahlen in dem Ganzen. Genau, also vor dem Komma muss eine Zahl sein, die nicht 0 ist. Es muss in dem Fall, weil wir dual nur 0 und 1 zur Auswahl haben, muss es eine 1 sein. Und zwar nur genau eine 1. Nicht mehr und natürlich auch nicht weniger. Das heißt, wir nehmen als erstes unsere Zahl. 8 mit tief gestellter 10. Das ist unsere Dezimalzahl. Wir wandeln das Ganze um in eine Dualzahl. Das ist eine 1 mit 3 Nullen. Tiefgestellte 2 dazu. Und dann kommt eben der Schritt, dass wir das normalisieren müssen, weil wir haben im Moment 4 Stellen vorm Komma. Das passt natürlich nicht. Das, was ich haben will, ist eine 1, irgendwas. Und habe ich theoretisch ja noch die anderen Nullen. Okay, was habe ich jetzt getan? Ich habe das Komma verschoben. Ich habe das Komma nach links verschoben. Die Zahl darf natürlich nicht unterschiedlich groß sein, also sage ich dem Ganzen, das ist einmal 2 hoch. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe die Zahl, das Komma nach links verschoben. Was passiert mit dem Exponenten, wenn ich die Zahl, wenn ich das Komma nach links verschiebe? Mein Exponent kleiner oder größer, wenn das Komma nach links wandert? Ja, genau, es wird größer. Also ich habe ja angefangen mit 2 hoch. Also im Endeffekt war das ja 1, 0, 0, 0, 0 mal 2 hoch 0. Nur, dass ich das nicht extra hinschreiben musste, weil mal 1 ist halt relativ langweilig. Damit ich jetzt immer noch die gleiche Größenordnung an Zahl rauskriegen kann, ist das Ganze 1,000 mal 2 hoch 3 geworden. Können wir uns sogar ja auch noch ganz gut vorstellen, tatsächlich gedanklich, ne? 2 hoch 3 wissen wir vielleicht noch, dass das 8 ist, dass wir jetzt auf 1, also 1 mal 2 hoch 8 ja gerade dann wiedergekommen sind. Das heißt, es passt also auch im Dezimalsystem wieder unser Ergebnis. Okay, was wir noch beachten müssen, ist, dass wir hier diese mal 2 hoch 3, dass wir den Exponenten und die Basis natürlich auch noch im Dualsystem angeben müssen. Das heißt, wir haben hier 1,
000 mal, ja, das ist die 1, 0 für die 2 hoch 1, 1 für die 3. Denn wir haben jetzt als nächstes ja noch einen weiteren Schritt. Wir müssen uns auch um den Exponenten kümmern. So, was wissen wir über den Exponenten? Wenn wir auf die Aufgabe gucken, ein 8-Bit-Exponent. Genau, wir müssen den in Access 127 wandeln. Wie kriege ich den denn in Access 127? Moment, habe ich meinen Exponenten einfach nur in normaler Darstellung. Aber ich muss den, genau, ich muss 127 addieren in dem Fall, weil ich das ja in die Darstellung bringen soll. Ja, das ist der ganz wichtige Punkt. Wenn ich es in die Darstellung bringen soll, muss ich 127 addieren. Wenn ich aus der Access 127 Darstellung einer Zahl rauslesen will, welche Zahl ich habe, dann muss ich die 127 subtrahieren. Gut, wir wollen sie in die Darstellung bringen, das heißt, wir addieren 127 oder auch das Ganze in binär. Ja, da können wir noch mal wieder nachdenken. Welche Zahl war denn das? Ah ja, nächste Zweierpotenz 128. Weiß ich vielleicht, dass das irgendwie zufälligerweise 8 Einsen wären. Nee, nicht 8 Einsen, eine 1 mit 7 Nullen, an 8, also diese 8 Stellen dann. Das heißt, eine weniger ist eine 0 mit 7 Einsen, die ich da eben hinzu addiere. So, da muss ich noch ein bisschen gucken. Da haben wir jetzt noch ein paar mehr Überträge. Okay, an letzter Stelle 1, 1. Zusammen ist ein Übertrag von 1 und eine 0 auf der letzten Stelle. 1 plus 1 plus Übertrag von 1 macht uns einen Übertrag von 1 und eine 1, die bleibt. 0 plus 1 plus 1 ist ein Übertrag von 1 und eine 0, die bleibt. 0 plus 1 plus 1 ist ein Übertrag von 1 und eine 0, die bleibt. Und dann haben wir hier 1 plus 1, wieder unseren Übertrag von 1 mit der 0 unten. Und so schiebt sich das Ganze langsam immer weiter nach vorne, bis wir dann endlich jetzt habe ich irgendwie die Jetzt habe ich mich selber ausgetrickst. So schnell. 1, die 1, da die 0. Genau, bis wir irgendwann dann vorne so weit sind, dass wir nur noch. Ja, schon, ich darf hier kein Steuerung Z drücken. Geht nur kaputt. Bis wir irgendwie dann vorne dann so weit sind, dass wir nur noch die 1 ganz vorne haben. Und damit auch unsere Zahl zum Ende hin. So, jetzt noch ein bisschen die Einrückung gucken. Also, genau, unser Ergebnis sollte dann nachher sein, eine 1 mit 6 Nullen, 1 0. Nee, 5 Nullen, 1 0. Das heißt, wir haben jetzt Vorzeichen. Wir haben Exponent. Was brauchen wir noch für unsere Darstellung nach IEEE 754? Die Mantisse, genau. Was ist denn meine Mantisse bei dieser Zahl? Wo finde ich meine Mantisse wieder?
würde ja vielleicht auch überlegen, was habe ich denn noch nicht benutzt von meinen Zahlen. Ja, genau. Im Endeffekt ist es eigentlich so, dass unsere Mantisse dieser Teil hier ist. Also die 1,000 und so weiter. Das hier hinten ist ja eben der Exponent. Und dann haben wir prinzipiell vielleicht manchmal ein Vorzeichen hier, in dem Fall halt 0, weil positive Zahl. So, unsere Mantisse, also der Teil vor dem Mal. Jetzt ist es aber so, dass ich für die Darstellung nach IEEE 754, wenn ich die Mantisse jetzt aufschreibe für das, was wir hier haben, dann sieht die so aus. Ich würde 8 Nullen aufschreiben. Warum ist unsere Mantisse jetzt einfach nur 8 Nullen, wenn ich mit dieser Zahl anfange? Gibt zwei Sachen, die da vielleicht nochmal relevant sind. Wie komme ich jetzt von meiner 1,000 darauf, dass ich die Mantisse als 8 Nullen aufschreibe? Okay, genau, die 1 vorm Komma kann weggelassen werden. Wisst ihr noch warum? Wieso darf ich plötzlich einen Wert weglassen? Genau, weil die immer da ist. Also, weil ich ja sage, die Zahl muss normalisiert sein, dann ist bei Dualzahlen immer genau 1, irgendwas. Das ist immer 1, irgendwas. Und dann kann ich mir natürlich den Platz sparen, dieses 1, abzuspeichern und ich schreibe nur noch das dahinter. Genau, und das Zweite, worauf ich noch hinaus will, ist eben, ich habe zwar hier nur drei Nullen angegeben, aber da ich hier in dem Fall die ersten 8 Bit für die Mantisse angeben soll, muss ich sie halt eben auf 8 Bit erweitern. Und dann entsprechend dann auch 8 Nullen eintragen. Gut, was ich da nicht vergessen darf, ist das Ganze dann auch nochmal zusammenzuschreiben. Das heißt, nach IEEE 754 fange ich an. Das erste ist das Vorzeichen. Dann habe ich den Trennstrich. Dann 50-50 Chance. Was kommt als nächstes nach dem Vorzeichen? Der Exponent, richtig. Das ist der, den wir eben in IEEE 754 Darstellung umgewandelt haben. Und als letztes die, in dem Fall nur 8-Bit der Mantisse. Eigentlich bei einer 32-Bit-Zahl müsste ich eben 23-Bit-Mantisse schreiben. Ist aber relativ langweilig, jetzt 23 Nullen aufzuschreiben. Insofern haben wir das meistens, wenn es irgendwie Übungsaufgaben oder Klausuraufgaben in der Art geben sollte, dass es heißt, Sie brauchen nur die ersten X-Bit angeben. Achtet bitte auch drauf, ob da jetzt steht 3, 4, 6, 8 oder was. Nicht immer automatisch 8 angeben, sondern genau. Genau, und insgesamt, also das heißt, hier wäre quasi noch mehr, das lassen wir weg, das brauchen wir nicht angeben, für die Aufgabenstellung jedenfalls. Insgesamt geht es damit halt eine 32-Bit-Zahl. Gut, das haben wir jetzt relativ schnell, oh, das heißt, das haben wir jetzt einmal ordentlich durchgemacht und sauber durchgemacht. Dann haben wir aber hier noch die zweite Zahl, minus 0,75. Und da müssen wir natürlich gucken. Das geht vielleicht ein bisschen schneller, wenn die Erinnerung jetzt da ist. Ich mache mal kurz Platz und ihr könnt schon mal überlegen, was wir da jetzt gleich alles machen und brauchen. So, genau. Als erstes sehen wir, dass wir ein Vorzeichen haben, was negativ ist. Die ist minus. Das heißt für uns, wir setzen das Vorzeichen-Bit. Sehr schön. Nebenbei der Hinweis, einmal bitte darauf zu achten, falls ihr Mikro offen habt. Ihr dürft gerne natürlich auch Fragen stellen. Wenn ihr gerade keine Frage stellt oder keine Antwort gebt über Mikro, achtet bitte darauf, euch zu muten, damit wir das hier nicht irgendwie als Zwischengeräusche haben. So, Vorzeichen haben wir. Das nächste. Ja, wie geht's weiter? Das haben wir eben noch gemacht. Okay, genau. Wir haben irgendwie Exponenten. Ja. Was haben wir gemacht? Wir können auch noch mal zurückgucken.
Wir haben noch eine Sache gemacht, bevor wir an den Exponenten eigentlich hatten, den wir dafür brauchten, ne? Wir haben noch einen Schritt dazwischen gehabt. Naja, zum einen haben wir das Ganze in binär, zum anderen aber auch normalisieren. Genau. Also 0,75 in Dezimal, das Ganze nach binär. Das Umrechnen spare ich uns gerade mal. Das ist 0,11, nämlich 0,5 plus 0,25. Und dann normalisieren wir das. Das heißt, wir sorgen wieder für die 1 vom Komma. Das ist 1,1 mal 2 hoch. Und jetzt seid ihr wieder gefragt, wie lautet denn jetzt mein Exponent? Okay. Minus 1 ist die richtige Antwort von denen, die darauf getippt haben. Denn ich habe das Komma ja jetzt um einen nach rechts verschoben. Das heißt, mein Exponent wird kleiner. Angefangen habe ich, weil ich ja quasi keinen Exponent dastehen hatte. Es ist ähnlich, als wenn ich da stehen hätte, mal 2 hoch 0. Das heißt 0, ein weniger, minus 1. Das ist aktuell jetzt mein Exponent. Und dann darf ich rechnen. Im Endeffekt habe ich ja eine Exzess-127-Darstellung. Könnte jetzt sagen, ich habe meine minus 1 plus die 127. Na gut, da kann ich das auch andersrum schreiben. Im Endeffekt ist es dann die 127 plus den Exponenten minus die 1 vom Exponenten. Na, also, wie gesagt, dran denken, das hier ist jetzt der Exponent, die Zahl, die ich habe. Und das hier sind die 127 für die Exzess-127-Darstellung. Das lässt sich netterweise dann jetzt eben auch ganz schnell einmal ausrechnen. Und wie lautet meine Mantisse? Richtig, genau. Das ist ja wieder, fangen wir nach dem Komma an. Wir haben 1,1, das heißt 1, wird abgeschnitten. Das heißt, wir fangen mit einer 1 an, weitere Zahlen haben wir nicht. Das heißt, wir füllen auf 8 Bit auf und die Mantisse ist dann eine 1 mit 7 Nullen dahinter. Das Ganze nach IEEE 754 Darstellung. Unsere 1 für das Vorzeichenbit, eine Trennzahl, dann unser Exponenten Exzess-127 Darstellung und unsere 8-Bit der Mantisse. Okay. Okay, damit haben wir also Darstellung nach IEEE 754, Normalisieren von Zahlen bzw. Angabe einer Zahl in normalisierter Darstellung. Und Gleitkommazahlen. Als nächstes bleiben wir zwar bei dualen Zahlen, aber wir nähern uns mal einem anderen Thema. Wir nähern uns dem Thema der Kodierung. Da hatten wir auch ganz vieles. Und an dieser Stelle haben wir einfach mal drei Beispielcodes. Und meine Frage dazu ist, welcher dieser Codes ist zyklisch bzw. einschrittig? Ist natürlich die Frage, ob ihr das direkt beantworten könnt. Wenn man sich nicht daran erinnert, dann müssten wir vielleicht auch noch mal gucken, was denn eigentlich die Definition von zyklischen oder einschrittigen Codes ist. Okay, wir haben da jetzt auch schon ein paar Antwortgedanken und im Endeffekt ist A einschrittig, nicht zyklisch, das ist soweit richtig.
Und genau, die Definition zur Einschrittigkeit. Also einschrittig bedeutet, dass sich von einem Codewort zu dem nächsten jeweils nur ein Bit ändert. Also deswegen einschrittig, ein Bit ändert sich zum nächsten. Was wäre das hier bei A, wenn wir uns das angucken? Da ändert sich das dritte Bit von einem zum nächsten, das vierte vom zweiten zum dritten und das erste vom ersten zum zweiten. Das heißt, wir wissen, A ist einschrittig. B haben wir auch schon das, dass wir sehen, wir haben immer jeweils eine Änderung. Die zweite Stelle, die erste Stelle, die zweite Stelle, das ist auch einschrittig. Und C brauchen wir uns nur die ersten beiden Codewörter anzuschauen, um dann zu sehen, dass sich vom ersten zum zweiten zum Beispiel hier 2 Bit ändern. Damit wäre das nicht einschrittig, weil da dürfte sich nur ein Bit ändern. Okay, gut. Das heißt, die Definition von einschrittig hatten wir jetzt gerade. Ein Bit von Änderung von einem Codewort zum nächsten. Was ist denn die Definition von zyklisch? Wann ist ein Code zyklisch für uns? Okay, wenn ihr das gerade so nicht wisst, dann ist das auch voll in Ordnung. Deswegen wiederholen wir ja so ein bisschen, dass ihr so schon mal wieder auf Ideen und Gedanken kommt. Ja, es hat was damit zu tun, wie es aussieht vom letzten zum ersten Codewort. Also, wenn ich mir das letzte Codewort angucke, dann schaue ich mir auch noch den Sprung an vom letzten Codewort zum ersten. Und es muss die gleiche Schrittigkeit gegeben sein wie zwischen den anderen Codewörtern. Also, wenn mein Code einschrittig ist, dann muss auch vom letzten Codewort zum ersten es wieder einschrittig sein. Gucken wir uns das beim ersten an. Da habe ich von 1100 zu 0111. Da ändern sich das erste, das dritte und das vierte Bit. Das heißt, das sind zu viele, das ist nicht einschrittig. Beim zweiten ändert sich vom letzten zum ersten. 10 zu 00 ändert sich das erste Bit. Das heißt, das ist sogar vom letzten zum ersten auch einschrittig. Damit ist es durchgehend einschrittig und damit einschrittig zyklisch. So, was haben wir jetzt beim letzten vorliegen? Genau, C ist auch zyklisch. Wir hatten vorhin schon gesagt, es ist nicht einschrittig. Aber warum ist es jetzt zyklisch? Nun, wir gucken uns an. Erste Codewort zum zweiten ändern sich 2 Bits. Zweite Codewort zum dritten ändern sich auch 2 Bits. Das erste und das letzte. Dritte zu viertes Codewort ändern sich zweites und dritte Bit, also wieder zwei, die sich geändert haben. Und letztes Codewort zum ersten ändert sich erstes und letztes Bit, wieder 2 Bits vom letzten zum ersten, die sich ändern. Das heißt, von jedem Codewort zum nächsten und dann auch wieder zum ersten zurück, ist der Code zweischrittig bei C, den wir haben. Und damit ist er zweischrittig zyklisch, also ist er zyklisch, aber halt nicht einschrittig. An der Stelle möchte ich dann auch noch mal darauf hinweisen, dass es ja ein Verfahren in der Vorlesung gab, wie wir stückweise einschrittig zyklische Codes aufbauen konnten, beziehungsweise Codewörter dazu haben. Das war dieses mit, wir fangen an mit unserer 0 und mit der 1 und dann fügen wir halt eben einmal vorne was an, hinten was an. Und dann an die umgekehrte Reihenfolge der Codewörter. Erinnert ihr euch vielleicht? Das haben wir in der Vorlesung auch, in der Übung auch einmal gemacht. Das war diese ganze eine Übungsaufgabe, das rekursive Verfahren, ne, womit ihr das dann aufbauen konntet. Also auch das vielleicht nochmal angucken zur Wiederholung. So aus Zeitgründen können wir das jetzt nicht auch nochmal machen, ist aber, denke ich, auch nicht schlecht. Wie ich ja schon sagte, wir können ganz vieles nur ankratzen, wir können gar nicht so viel jetzt machen, sonst sind wir jeden Tag irgendwie 10 Stunden hier beschäftigt. Stattdessen gehen wir mal
ein Stück weiter. Und zwar, wir sind immer noch bei Codes. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Wie war das eigentlich, wenn wir eine Codierung angeben sollen? Ihr erinnert euch vielleicht, es gab zwei Arten von Codierung, nach Huffman und nach Fano. Zwischendrin die Frage nach Schaltung. Ja, das würden wir wahrscheinlich dann erst nächste Woche machen. Also ich habe tatsächlich in der Mitte den Cut und alles, was rund um KV-Diagramme und Schaltung ist, das würden wir dann nächste Woche machen, da wir sonst einfach heute schon zu lange brauchen. Aber genau, guter Punkt, ne? Wenn ihr noch Wünsche habt, alles, was wir heute nicht abdecken, was aus der zweiten Hälfte des Semesters ist, gerne noch weitere Vorschläge. Ich gucke, ob da noch irgendwie, ob ich da vielleicht noch was dazu packe oder so. Genau, aber heute, ich habe noch 4 Folien oder so. Per Mail geht natürlich auch. Steht irgendwo auf den Vorlesungsseiten, da wo der Stundenplan ist. Wo war ich stehen geblieben? Genau, Codierung. Codierung. Einmal nach Huffman, einmal nach Fano. Und. Okay, genau, wir müssen einmal gucken. Wir müssen in einer Reihenfolge die Wahrscheinlichkeiten darstellen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, was war denn was von den beiden? Da kommt man immer gerne so ein bisschen durcheinander. Ja gut, wir können auch erstmal mit Fano anfangen. Da machen wir halt B als erstes, wenn ihr das soweit habt. Ist noch nicht ganz richtig, was du da schreibst. Aber das soll ja da nicht stören. So, genau, wir müssen das in absteigender Reihenfolge bei Fano machen. Also, das heißt, absteigende Reihenfolge. Wir fangen mit dem Größten an. Wir haben unser C mit 0,4. Wir haben unser D mit 0,3. Wir haben unser B mit 0,2. Und wir haben A mit 0,1. So, und dann versuchen wir, das soweit richtig, zwei Gruppen zu bilden, die, ja, klar, Gesamtwahrscheinlichkeit wäre irgendwie 1 für das erste. Also im Endeffekt versuchen wir, zwei Gruppen möglichst gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit zu bilden. Und wir dürfen die Reihenfolge dabei halt nicht ändern. Und das heißt, wir gucken, das erste ist 0,4 auf der linken Seite, 0,6 zusammen auf der rechten. Wenn wir jetzt noch die 0,3 dazu nehmen, dann hätten wir 0,7 auf der linken, 0,3 auf der rechten. Das ist weniger ausgeglichen als 0,4 zu 0,6. Also brauchen wir gar nicht weiter gucken, sondern würden sagen an der Stelle, wir trennen hier auf. Ja? Weil eben das die annähernd gleichmäßigste Verteilung ist, die wir haben. Also müsst ihr vorstellen, als wenn wir eine Waagschale haben und wir haben hier die einzelnen Elemente und stellen die da drauf, dann soll die Waage möglichst ausgeglichen sein. Wir kriegen sie in der Regel allerdings nie komplett ausgeglichen. Das ist auch okay so. Genau, nur eben die Reihenfolge darf hier nicht verändert werden. Gut, dann haben wir die Aufspaltung des Ganzen. Wir gucken natürlich dann einmal rein. Wir ordnen Bits dazu. Dem linken ordnen wir die 0 zu, dem rechten ordnen wir die 1 zu. Links, okay, wissen wir auch, sehen wir, da ist nur ein Element, da sind wir auch fertig. Das heißt, es wird auch nur bei der 0 bleiben. Rechts ist es so bei der Gruppe, wir haben noch drei Elemente. Das heißt, da wird noch ein bisschen mehr dazu kommen, also 1 und dann irgendwas noch danach. Und auch das schon richtig beschrieben, wir müssen dann noch mal weitergehen.
oder ist das richtig beschrieben? Angedeutet zumindest, denke ich mal, soll das heißen. Wir gucken uns jetzt die verbliebenen Elemente an. Wir haben hier noch D, B und A mit ihren Wahrscheinlichkeiten. Und auch die wollen wir wieder aufteilen. Ich spare mir jetzt mal die Wahrscheinlichkeiten nochmal dazu zu schreiben. Das könnt ihr hoffentlich von oben noch lesen. Was sonst immer so ein bisschen noch extra dauert. Also wir haben 0,3, 0,2, 0,1. Da wäre tatsächlich 0,3 auf der linken, 0,2, 0,1 auf der rechten wäre das gleichmäßigste. Wir würden wieder hier links die 0 zuordnen, rechts die 1. In dem Fall ist es ja so, dass hier noch eine Zahl davor kommt, die 0, die 1 von da oben. Hier ist fertig mit der 0. Bei der rechten Seite haben wir noch ein paar Elemente. Das heißt, da ist nicht nur eine Zahl davor, da ist noch eine Zahl danach. Die müssen wir also nochmal trennen, B und A. Und auch hier wieder in dem Fall dann die abschließende 0 bzw. die abschließende 1. Gut, was bedeutet das jetzt also, wenn ich meinen Code aufschreiben will? Welchen Code hätte ich dann hier für meine einzelnen Wahrscheinlichkeiten, für die einzelnen Symbole A, B, C und D? Okay, fast richtig. Die ersten zwei schon richtig abgelesen. Also genau, wir gucken, gehen hier durch. Wo sind wir denn hier? Das A. Wir haben eine 4 und eine 1, dann kommt noch eine 1, dann kommt noch eine 1. Das heißt, A ist 3 mal die 1. B ist 1, noch eine 1, eine 0, also 1, 1, 0. C ist einfach nur eine 0. Und D ist erst eine 1 und dann eine 0 in dem Ganzen. Okay, das ist also, wenn wir dann mit Hilfe von dem Verfahren nach Fano eine Codierung angeben. Es gibt jetzt eine Bedingung, die diese Codierung erfüllt. Welche Bedingung erfüllt die? Wie heißt die? Und könnt ihr vielleicht sogar auch beschreiben, was das eigentlich bedeutet, was dahinter steckt? Okay, ich höre Präfix frei. Was würde das bedeuten? Ich will eigentlich auf ein spezielles anderes Fachwort da eigentlich hinaus. Genau, die Fano-Bedingung. Und es hat was. Ja, es hat was damit zu tun, wie die untereinander in Zusammenhang stehen, die Codewörter. Also zum einen, genau, das andere ist auch ein guter Punkt, aber genau, also Fano-Bedingung erstmal. Fano-Bedingung heißt, dass kein Codewort der Anfang eines anderen Codewortes ist. Das heißt, wenn jetzt sowas wie das Element oder Symbol C das Codewort 0 hat, dann darf natürlich keines anderes der Codewörter mit einer 0 anfangen, weil ich das sonst nicht mehr unterscheiden könnte, ob dann, wenn ich irgendwo eine 0 habe in einem langen Fließtext von Zahlen und dann irgendwie anfange mit irgendwie was, weiß ich nicht, ob das Codewort 0 das ist oder 0 und irgendwas. Also Fano-Bedingung, kein Codewort ist der Anfang eines anderen Codewortes. Das gilt nicht nur für eine Codierung nach Fano, das gilt auch für eine Codierung nach Huffman. Das werden wir gleich auch nochmal sehen. Heißt aber trotzdem Fano-Bedingung. So, das Zweite, was hier gerade erwähnt wurde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Worte, also nein, dass wahrscheinlichere Worte kurze Codes haben. Das hat jetzt nichts mit der Fano-Bedingung zu tun, das hat aber was damit zu tun mit diesem Verfahren. Also das ist das Ziel von diesem Verfahren, dass wahrscheinlichere Worte
eine möglichst kurze Kodierung haben. Und deswegen ist halt sowas wie das C mit 0,4, was hier somit das Wahrscheinlichste ist, hat tatsächlich auch das deutlich kürzeste Codewort und sowas wie A mit 0,1, was deutlich unwahrscheinlicher ist, ein deutlich längeres Codewort. Okay, mit einer Kodierung nach Huffman gilt das Ähnliche. Auch hier ist das Ziel, dass wahrscheinlichere Wörter kürzere Codes haben. Stellen wir das doch einmal vielleicht jetzt nochmal dagegenüber. Wie funktioniert denn die Angabe einer Kodierung nach Huffman? Was war das andere? Was haben wir da gemacht? Ja, genau, das war das mit den Bäumen, richtig? Deswegen heißen die auch Huffman-Bäume, die wir da haben. Kann man sich das mal dran denken. Huffman war das mit den Bäumen. Und in dem Fall ist es die aufsteigende Reihenfolge. Genau, das ist auch wichtig, dass wir uns das merken. Also das müsst ihr euch irgendwie versuchen, so gut ihr könnt, zu merken. Huffman, aufsteigende Reihenfolge, Fano, absteigend. Und da wir das eben schon hatten, also quasi einmal umgekehrt, wir haben erst A, dann B, dann D und dann C. Und dann ist natürlich die Frage, wie ging das jetzt weiter, wenn ich in aufsteigender Reihenfolge das sortiert habe? Habe jetzt sortiert. Irgendwie muss ich zu meinen Bäumen kommen. Na, wir haben schon gesagt, Huffman, das war das mit den Bäumen. Aber wie komme ich denn jetzt eigentlich zu meinen Bäumen mit dem Ganzen? Zu der Frage, ob sowas in der Klausur überhaupt drankommen würde. Also ich habe schon Klausuren gesehen, wo Huffman-Bäume drin waren. Das ist tatsächlich nicht auszuschließen. Wie lang oder wie groß die sind, unterschiedlich. Das hängt dann davon ab, wie die Schwerpunkte in der Klausur gesetzt werden. Aber ihr solltet auf jeden Fall prinzipiell Huffman-Bäume erzeugen können. Ob das dann drankommt oder nicht, das hängt natürlich dann von Andreas Meder ab. Meistens ist es tatsächlich allerdings auch so, dass dann immer entweder nach Fano oder nach Huffman vorkommt. Aber dafür müssen wir halt trotzdem beides wissen. Gut, da ich bisher keine Antwort dazu gesehen habe, vermute ich, dass. Ah, doch, wollte schon sagen, dass das alles auch noch nicht so präsent wieder ist. Genau, die Symbole mit der geringsten Wahrscheinlichkeit werden zusammengefasst und da haben wir dann Verzweigung dran. Das heißt, wir fügen die beiden geringsten 0,1, 0,2 zusammen zu einem Knoten von 0,3. An denen hängen dann unser A und unser B. Die einzelnen S haben jedenfalls die Beschreibung von 0 und 1. Und unsere Blätter A und B haben natürlich ihre Wahrscheinlichkeiten immer noch. Okay, genau, dann haben wir jetzt also einen Knoten von 0,3. Wir haben noch weitere Knoten. Wir haben noch D und weitere Symbole D und C, die wir noch nicht zusammengefasst haben. Wenn wir die Zusammenfassung einmal gemacht haben, müssen wir das Zusammengefasste einmal dann ja noch wieder einordnen. Also wir sortieren wieder nach aufsteigender Wahrscheinlichkeit. 0,3. Na gut, dann haben wir noch an sich das D, das auch 0,3 hat, und das C mit 0,4. An der Stelle der Hinweis: Ja, ich habe das D jetzt rechts davon einsortiert. Ich könnte es auch links davon einsortieren. Wenn die Wahrscheinlichkeit gleich ist, dann gibt es keine Präferenz, was jetzt links und was rechts einsortiert wird. Es ist beides richtig. Das gilt auch hier, wenn ich am Anfang die Fano-Sortierung mache. Wenn ich da jetzt irgendwie D und B beides 0,3 hätte, hätte ich auch das B nach links schreiben können und das D nach rechts, wenn es die gleichen Wahrscheinlichkeiten ist. Aber ansonsten der wichtige Unterschied halt eben,
Bei Fano sortieren wir einmal am Anfang und danach wird nur noch unterteilt. Und gegebenenfalls nicht nur auf der rechten Seite, sondern auch auf der linken Seite weiter. Während wir bei Huffman nach jedem Schritt einer Zusammenfassung wieder neu sortieren. Gut, dann fügen wir also das Kleinste zusammen. Wir kommen zu 0,6, ne, 0,3 und 0,6. Da hängt mein 0,3 dran, da hängt mein D dran. An der 0,3 hängen weiter A und B dran. Und dann haben wir natürlich noch ein Element über, nämlich das Element C. Auch wenn die Versuchung groß wäre, das jetzt einfach dran zu fügen. Wir müssen erstmal einmal sortieren. Das heißt, korrekt ist es, wenn wir hier noch einmal schreiben. Wir haben C links daneben mit der Wahrscheinlichkeit 0,4. Und das heißt, wir brauchen nochmal einen Baum. Mach den mal hier rechts daneben, weil es vom Platz sonst enger wird. Genau, 0,4, das kleinere haben wir hier links. Achso, das ist ja keine Zusammenfassung, das ist direkt das C. Auf der rechten Seite unsere 0,6 mit allem, was da dran hängt. Und das Ganze nochmal wiederholen. Und ja, im Zusammenhang mit der Chatfrage mit, kommt sowas in der Klausur vor? Es ist nervig, das Ganze zu schreiben. Es ist teilweise sehr umständlich. Gleichzeitig sind das natürlich dann auch leicht verdiente Punkte, weil natürlich bei den Punkten auch berücksichtigt werden muss, die Zeit, die benötigt wird, um eine Aufgabe zu lösen. Also zum einen Schwierigkeitsgrad von einer Aufgabe muss immer bei Punktebewertungen berücksichtigt werden, aber natürlich auch die Zeit, die benötigt ist dafür. So, wir fehlen noch die Wahrscheinlichkeit. Okay, jetzt haben wir keine Elemente mehr, mit denen wir da sortieren können. Ne, wir haben die Sortierung alle durchgeführt. Wir haben alles jetzt im Baum. Und auch hier wollen wir einmal dann die Codierung angeben. Wie lautet dann jetzt hier meine Codierung für die einzelnen Symbole? Wie war das noch? Wie lese ich die Codierung ab beim Huffman-Baum? Genau, ich muss den Faden folgen. Also ich fange an hier oben bei der Wurzel. Für das A gehe ich über 1, 0 und 0. Das heißt, A ist mein 1, 0, 0. Na, soweit richtig. B ist 1, 0, 1. Da habe ich die 0 vergessen anzuschreiben. Ja, wieder Flüchtigkeitsfehler hier. Halber Punkt Abzug, wenn ich Pech habe. Na, hoffentlich nicht. Genau, 1 ist. Nee, C ist einfach nur hier von der Wurzel über die 0 runter. Also ist das 0. Und D ist 1, 1. Rechts den Pfad folgen. Gut, wir sehen auch hier, dass wir unterschiedliche Längen haben von den Codierungen. Der Baum ist in dem Fall sehr rechtslastig. Das ist jetzt halt eben der ja, Zufall, kommt halt durch die Symbole. Er kann auch sehr ausgeglichen aussehen. Hängt halt eben davon ab, was für Symbole und Wahrscheinlichkeiten wir haben. Was aber eben gleich ist, wie wir eben bei der Fano-Codierung schon gesehen haben, ist, dass ein Symbol, was eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass das auch eher eine kürzere Codierung dazu gekriegt hat. In dem Fall C, also. Die 0. Jetzt habe ich tatsächlich die Wahrscheinlichkeit daran vergessen. So. Genau, während halt etwas, was geringere Wahrscheinlichkeit hat, wie das A, eine längere Kodierung hat. Okay. Dann
haben wir Fano-Kodierung, Huffman-Kodierung und Fano-Bedingungen. Aber wir sind bei Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten, da gab es dann auch so tolle Dinge, erinnert ihr euch vielleicht. Wir sollen irgendwie Dinge wie eine Entropie berechnen. Wir haben Wahrscheinlichkeit von etwas wie eine Münze. In dem Fall eine präparierte Münze hier. Ein Zehntel aller Würfe ergibt Kopf. Erinnert ihr euch grob, wie das mit Entropieberechnung ging? Was gab es da? Und ja, ich weiß, wir haben jetzt keine Möglichkeit, das so richtig sauber aufzuschreiben, aber vielleicht erinnert ihr euch ganz grob irgendwie noch an Bestandteile, die dazugehören. Da gab es ja so eine Formel. So eine mehr oder weniger hässliche Formel, könnte man fast sagen. Was war denn in dieser Formel so drin? Ja, okay, genau. Wir gucken uns irgendwie Dinge an mit Symbolhäufigkeiten. Das war was mit Logarithmus von zum Beispiel 1 von p durch a. Ja, okay, ich glaube, wir sollten uns doch mal die Formel angucken. Also eigentlich eine von zwei Formeln, weil es gibt für die Entropie genau zwei verschiedene Formeln, die beide das Gleiche sagen. Kann sich beides mit dem gleichen berechnen. Genau, der eine Vorschlag, den ich hier lese, ist minus p mal log von p. Können wir nehmen. Wie gesagt, es gibt einmal die, wo das Minuszeichen vorne ist, vor der Summe und dann ist dafür das mal Logarithmus von p. Und dann gibt es noch die Sache ohne das Minus vorne und dafür ist es aber dann nachher hinten mit 1 durch p. Beide Formeln sind korrekt, beide geben uns im Endeffekt auch das gleiche Ergebnis, nur eben andere Berechnungen. Da jetzt der Vorschlag hier war, nehmen wir doch mal das mit dem Minus, dann schreiben wir es doch mal auf. Also h ist erstmal Name für die Entropie. H ist gleich Minus, die Summe von i bis n aller pi, ja, das sind die Wahrscheinlichkeiten, mal an dem Logarithmus Duales der Wahrscheinlichkeiten. Also mal log 2 von pi. Also das ohne Bruchstrich und mit Minus vorne. Genau, und dann gehen wir im Endeffekt durch für jedes Ereignis. Wir müssen uns jetzt jedes Ereignis anschauen, weil das sind die Wahrscheinlichkeiten, die dahinter stecken. Was haben wir bei einem Münzwurf? Ja, okay, klassischerweise haben wir zwei verschiedene Ereignisse. Entweder fällt sie auf Kopf oder sie fällt auf Zahl. Also haben wir einmal Ereignis mit Wahrscheinlichkeit dazu, Wahrscheinlichkeit für Kopf. Und wir haben die Wahrscheinlichkeit für Zahl. Dass es in sehr abgedrehten Situationen auch mal auf dem Rand liegen bleiben kann, davon abstrahieren wir mal. Davon geht man in der Regel auch nicht aus, wenn man über Wahrscheinlichkeiten und Münzwürfe redet. Was wäre denn die Wahrscheinlichkeit für Kopf hier in meiner Aufgabe? Mhm, 0,1. Genau, oder auch einfach dann halt eben ein Zehntel, weil es halt eben eine präparierte Münze ist und ein Zehntel aller Würfe ergibt Kopf. Wie wäre es denn bei einer nicht präparierten Münze? Was wäre denn dann die Wahrscheinlichkeit für Kopf? Genau, das wäre dann einfach ein Halb, weil wir
Ja, normalerweise im Mittelwert dann in der Hälfte der Würfe Kopf erwarten können. Oder halt auch Zahl dann jeweils. Beides mit 0,5. Hier ist es halt eben so, dass Zahl viel häufiger ist. Okay, jetzt haben wir unsere Wahrscheinlichkeiten für unsere Ereignisse. Und wir müssen also hier die Summe aller Ereignisse haben mit den Wahrscheinlichkeiten, geschrieben als Wahrscheinlichkeit mal Logarithmus der Wahrscheinlichkeit. Dann schreiben wir das doch mal auf. Wir fangen an. Minus große Klammer. Nehmen wir erstmal, das erste war Kopf, was wir haben. Also ein Zehntel. Das ist das PE. Mal Logarithmus Duales von ein Zehntel. Und dann ist das Ganze hier eine Summe. Zweite Ereignis. Zahl ist 9 Zehntel. Mal Logarithmus Duales von 9 Zehntel. So, und jetzt sehe ich hier schon im Chat die Frage, dass normalerweise ja in der Klausur kein Taschenrechner benutzt werden darf. Genau. Das ist mein bisheriger Stand aus den normalen Klausuren auch, wenn sich das nicht geändert hat. Zumindest für ESB. Und die Frage, kann man das überhaupt im Kopf rechnen? Ja, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen mit dem, was uns der Aufgabentext hier gibt, der netterweise auch ein paar Hinweise gegeben hat und dem, was wir uns vielleicht denken können. Was haben wir denn doch hier an Hinweisen? Wir haben den Hinweis, der Logarithmus Duales von ein Zehntel entspricht etwa minus 3,3. Das ist doch eigentlich eine nette Angabe, oder? Das heißt, ich kann hier unten den Teil kann ich sogar einsetzen. Zweiter Hinweis, den ich habe oder Erinnerung ist, es gibt diese Rechenregel für Logarithmen. Es gibt verschiedene Rechenregeln für Logarithmen. Aber eine ist im Zusammenhang mit dem Ganzen hier relativ sinnvoll. Die solltet ihr im Zweifel vielleicht auch kennen, falls die nicht irgendwie angegeben ist. Nämlich, dass wenn wir einen Logarithmus haben von einer Multiplikation, dann kann ich auch sagen, es ist das gleiche wie Logarithmus von der ersten Zahl plus Logarithmus von der zweiten Zahl aus der Multiplikation. Was bedeutet das für uns? Na, das sehen wir gleich, wenn wir uns das weiter angucken. Das können wir nämlich ausnutzen, diese Info. Wir fangen an mit ein Zehntel. Das bleibt ja noch, aber wir haben hier das da, haben wir einen Wert für gekriegt. Das heißt mal minus 3,3. Okay, und dann das zweite ist plus 9 Zehntel mal. Und jetzt haben wir halt das Problem, wofür haben wir einen Wert? Wir haben einen Wert für ein Zehntel. Also Logarithmus von ein Zehntel. Sonst haben wir keine Hinweise. Hier haben wir aber Logarithmus von 9 Zehntel. So. Und genau, ich sehe das auch schon richtig erkannt. Wenn wir die Rechenregel ausnutzen, die für Logarithmen gilt, dann können wir das auseinanderziehen, denn Logarithmus von 9 Zehntel ist nichts anderes als Logarithmus von 9 plus der Logarithmus von 1 Zehntel. Ne, denn wenn ich hier sagen würde, ich nehme das wieder zusammen, 9 mal 1 Zehntel sind 9 Zehntel. Und somit habe ich das auseinandergezogen. Das heißt, hier habe ich schon wieder einen Logarithmus, für den ich einen Wert direkt habe. Das ist doch ganz praktisch, sagen wir mal. Okay, machen wir mal weiter. Fügen wir vorne ein bisschen zusammen. 1 Zehntel mal minus 3,3. Na gut, ne, das ist dann die 3,3 landen über dem Bruchstrich. Das Zehntel bleibt unten. Das Minus dabei nicht vergessen, das ist der erste Teil, den wir hier vorne haben. Und das Minus ganz vorne vor der Klammer natürlich bitte auch nicht vergessen. Plus 9 Zehntel mal. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Also, was haben wir hinten? Das hintere können wir schon wieder sehr einfach sagen. Das ist minus 3,3, der hintere Logarithmus.
So, und jetzt haben wir noch das Problem, jetzt haben wir hier einen Logarithmus zur Basis 2 von 9. Wie kommen wir denn jetzt da irgendwie dahin, eine Zahl zu haben, ohne dass wir das in den Taschenrechner eingeben? Ja, da müssen wir im Endeffekt überlegen, was bedeutet eigentlich diese Logarithmus-Schreibweise? Eigentlich ist das ja, wenn ich sowas habe wie Logarithmus zur Basis 2 von 9, dann ist das nichts anderes, als wenn ich sage, 2 hoch, Fragezeichen, 2 hoch wie viel, ergibt 9. Das ist das, was da eigentlich hintersteckt. Das ist das Ergebnis, was ich dann rauskriegen will. Und wenn ich einen Wert habe, der nicht einfach direkt eine Zweierpotenz ist, dann bin ich wahrscheinlich bei einem Komma-Wert. Und dann kann ich dem Ganzen das nur annähern. Was kann ich aber machen? Ich kann halt gucken, mein Wissen über Zweierpotenzen anzuwenden. Denn ich weiß, 2 hoch 3 wäre 8. Heißt übrigens auch, Logarithmus zur Basis 2 von 8 hätte den Wert 3 als Ergebnis. 2 hoch 4 ist 16. Okay. Das ist irgendwie deutlich mehr. Also ich bin hier wahrscheinlich mit 9, bin ich irgendwo in diesem Dreierbereich. Das heißt, es wird irgendwie eine 3 sein. Und eher an der 3 als an der 4 wahrscheinlich. Und jetzt könnte ich halt irgendwie ganz raten, ja, 3,15 vielleicht, wenn ich das jetzt nicht so übertrieben. Ich muss ja eh schätzen. So, dann sage ich mal, grob geschätzt ist das vielleicht circa 3,2. Das ist dann an der Stelle auch erlaubt, weil es ist nicht hundertprozentig genau auszurechnen auf den letzten. Das ist dann halt ein grobes Abschätzen von dem Logarithmuswert. Also so auf die Art und Weise können wir halt auch mit dem Logarithmus uns annähern. Wir haben diesen hässlichen Logarithmus von 9 Zehntel, das wäre wirklich nicht so schön im Kopf zu rechnen gewesen, haben wir erstmal auseinandergenommen und haben gesagt, okay, hier Logarithmus von 1 Zehntel, da habe ich einen Wert, das ist schön. Und Logarithmus von 9, den kann ich irgendwie ganz gut abschätzen. Das kann ich theoretisch auch mit jedem anderen Logarithmus machen, aber ich sag mal, je einfacher die Zahl ist und je besser sie mir im Kopf handhabbar ist und ich sag mal, eine natürliche Ganzzahl, die positiv ist, das lässt sich für mich einfacher abschätzen als Logarithmus, als alles andere. Und so komme ich dann auch auf einen Wert. Okay. Das heißt, ich habe jetzt hier eigentlich nur noch Zahlen, die ich ausrechnen muss. Machen wir das Ganze einmal weiter. Vorne haben wir noch diese minus 3,3 Zehntel. Plus 9 Zehntel mal, ne, 3,2 minus 3,3 ist minus 0,1. Das dann weitergerechnet ist dann, bin immer noch erstmal bei der hinteren Klammer, das Ganze auseinanderzunehmen. Vorne lasse ich das gerade noch stehen. 9 Zehntel mal minus 0,1. Okay, dann bin ich schon wieder bei Minus. Und 9 mal 0,1 ist 0,9. Der Nenner bleibt. Jetzt habe ich minus 3,3 Zehntel minus 0,9 Zehntel. Ja, 3,3 minus. Also minus 3,3 minus 0,9 ist das ja im Endeffekt und den Nenner behalten wird also noch kleiner die Zahl. Ich bin mit bei minus 4,2 Zehntel. Und jetzt eben noch das Minus von vor der Klammer nicht vergessen. Das heißt, die beiden Minusse hier heben sich auf. Ich habe einen Endwert von 0,42. Okay, also wie ihr seht, kann man das sogar im Kopf machen, mit ein bisschen abschätzen. Das eine Mal, wo wir hier ein bisschen geschätzt haben, ist eben diese 3,2 ungefähr.
Dafür müssen wir eben einfach wissen, wie funktioniert das eigentlich grob mit den Logarithmen, dass da eigentlich immer die Frage hinterstellt, steht beim Logarithmus duales 2 hoch, wie viel ergibt die Zahl, die da steht? Und dann kann ich es abschätzen. Außerdem eben die Rechenregel, die ich hier habe, dass man die sich auf jeden Fall merkt. Also selbst wenn es keine Hinweise geben sollte, wäre es gut, wenn ihr die einfach im Kopf habt, falls eine Frage nach zum Beispiel der Entropie kommt. Und genau, es gab dann auch noch Dinge wie Redundanz und anderes. Das war dann entsprechend auch eigentlich relativ einfache Berechnung dazu. Genau, damit so ein bisschen angeschnitten das Thema hier Wahrscheinlichkeiten. Erwartungswerte, die wir da haben, oder eben auch Mittelwert von Symbolhäufigkeiten. Da eben auch nochmal dran denken, da gab es eben so einen kleinen Themenblock dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Ich hoffe, ihr habt noch ein kleines bisschen Zeit. Ich gucke gerade mal, ob wir noch ein oder zwei Folien machen heute. Ich habe halt Sorge, dass es nächste Woche zu lange wird, wenn. Ah, das sollte noch hingehen. Genau, das Letzte, was ich habe, ist relativ schnell. Dann würde ich zwei Sachen noch machen: RMF und Hamming-Distanzen. Dann fangen wir mal an mit RMF. Also, ich habe eine Formel, die soll ich in die RMF. So, jetzt überlegen wir nochmal: RMF. Das war die Ried-Muller-Form. Da waren ja nicht alle Symbole erlaubt. Was ist denn also erlaubt an Operatoren, die ich in der Ried-Muller-Form benutzen darf? Genau, XOR war das eine. Das war das, was so im Endeffekt relativ typisch ist, woran man auch eine Ried-Muller-Form fast erkennen kann. Das XOR, was so ein Kreis mit einem Plus ist. Was ist noch erlaubt? Das AND, genau. Und das dritte, das hat man vielleicht nicht ganz so präsent, weil wir das eigentlich nur in der Ried-Muller-Form so groß benutzen. Das ist true oder die 1 ist logische wahr. Okay. Da sehen wir schon, es gibt ganz viele Sachen, die also nicht erlaubt sind, als Verknüpfung zwischen den Symbolen. Und insofern müssen wir natürlich Möglichkeiten haben, das auch umzuformen. Und zur Schnellwiederholung eben dann auch mal ein paar Regeln, die es gab. Wir können die Negation ersetzen. Die Negation können wir ersetzen durch AXOR1. Wir können das Oder ersetzen. A oder B wird ersetzt durch das A, XOR B, XOR AB. Das lässt sich auch noch ganz gut merken. Das ist ja wirklich logisch, einfach mal alle Möglichkeiten von einem Oder auch aufgeführt. Und dann gibt es noch einen Punkt, den wir eben auch brauchen, insbesondere um Vereinfachung zu machen, nämlich wenn wir ein Symbol haben, XOR das gleiche Symbol. Dann darf es wegfallen, beziehungsweise quasi hat dann den Wert 0. Also AXOR geben wir auf den Wert 0. Okay. Gut, hier mal eine ganz kleine Übung, um so nochmal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie das mit der Umformung war. Also ich habe hier oben mein f von x1, x2, x3. Und das ist im Endeffekt ein nicht x1 und x2 oder x3. Und wir sehen hier auch schon, es gibt also diverse Sachen, was nicht erlaubt ist. Wir haben eine Negation hier, wir haben hier ein Oder drin. Das müssen wir beides loswerden. Okay, und dann eben die Frage, genau, müssen wir ausklammern oder können wir direkt anfangen mit dem Teil in den Klammern? Das ist natürlich immer so ein bisschen Gefühl oder eine Überlegung, was wie passt.
Meistens, ich sage ganz vorsichtig, meistens hatte ich bei solchen Aufgaben immer das Gefühl, dass es sich lohnt, erstmal die Dinge in den Klammern fertig zu machen, auch wenn dann durch Ausklammern oder Ausmultiplizieren das erstmal relativ lang dann ist. Aber man hat dann weniger Sorgen, als wenn man dann irgendwie nachher zwei große Klammern miteinander vielleicht irgendwie multipliziert oder ähnliches. War meistens so mein Gefühl. Aber das muss nicht immer zustimmen. Also insofern, es kann sein, dass man manchmal in die falsche, so, nein, nicht in die falsche, in die ungünstige Richtung losläuft und dann hat man vielleicht ein bisschen mehr Schreibarbeit. Aber wir könnten jetzt hier zum Beispiel tatsächlich direkt anfangen mit dem Teil in den Klammern. Was wäre das denn in den Klammern? Was könnte ich denn daraus machen? Also hier x2 oder x3? Wie würde ich das ersetzen? Genau, das ist dann wirklich einfach nur eingesetzt in die Formel hier. Ich gucke, in dem Fall ist es sogar ganz einfach, weil das beides jeweils nicht negierte Zahlen sind. Ich habe dann x2, xor, x3, xor, x2, x3. Okay. Gut, und dann habe ich hier vorne mein, nicht x1. So, wie kann ich dann weiter vorgehen? Was wäre der nächste Schritt, den ich dann vielleicht machen möchte? Ja, das nicht x1 will ich dann vielleicht umformen, ne? Okay, dann. Machen wir das doch mal. Mein nicht x1 ist ja quasi wie mein nicht a. Ich habe dann also x1 xor 1. Und an der Stelle bitte wirklich darauf achten, erstmal noch, das muss, was hier vorne ist, ja quasi nochmal multipliziert werden mit der Klammer. Also das erstmal hier auch in Klammern schreiben. Sonst vergesst ihr das vielleicht und macht dann nur eins mal die Klammer und das wären wieder schade um verschenkte Punkte. Okay, was wäre jetzt dann also der nächste Schritt? Ja, okay, ausklammern oder auch das Ganze multiplizieren. Genau, da gehe ich einfach vor, wie ich es auch aus Multiplikation in dem Ganzen aus normalen Dezimalmultiplikation kenne, wenn ich da mit Variablen arbeite. Also ich würde erstmal hier vorne, nehmen wir mit der x1 anfangen und einmal einzeln jede meiner Variablen hier rechts durchgehen. Das erste Mal multipliziere ich das mit der x2, also x1, x2 kommt hier raus. Dann die sind xor verknüpft in der Klammer, das heißt, das ist jetzt ein xor zwischen dem nächsten Element, x1 und x3. XOR, x1, x2, x3. Dann habe ich alles mit dem x1 gemacht. Jetzt habe ich natürlich hier noch die linke Seite, da noch die 1 über. Damit mache ich dann weiter. Die Sachen sind noch weiter XO verknüpft. Und zwar einmal X2. Ich spare mir aus Zeitgründen mal die 1 hier noch mit dazu zu schreiben. Na, also einmal wäre das, eigentlich wäre das einmal X2. Wenn ich das jetzt alles noch mache, dann brauche ich nochmal eine ganze zweite Zeile. Dann haben wir da XOR X3. Und XOR X2 X3. Okay. Wie sieht das jetzt aus? Was würdet ihr sagen? Fertig, müssen wir noch was machen?
Genau, wir sind fertig in dem Fall. Ist gut. Ja, genau, auch das müssen wir erkennen. Wir sehen, ist soweit alles super. Denn was wir nicht haben, aber worauf wir achten müssen, ist, gegebenenfalls müssen wir Doppelte entfernen. Das haben wir hier nicht vorliegen. Wir haben keine Sachen doppelt. Dann würde ja das hier nochmal gelten. A XOR A gleich 0. Dass wir dann quasi immer, wenn wir was haben, paarweise das dann rausstreichen. Brauchen wir nicht. Wir sind hier fertig. Okay, auch hier haben wir natürlich nur kurz angerissen, wie ich habe das, glaube ich, ja schon ein paar Mal gesagt, wir heute nur Dinge anreißen, kurz mal nochmal Themen in Erinnerung bleiben. Vielleicht auch nicht unbedingt, ich sag mal, immer den Schwierigkeitsgrad so schwer machen, wie es dann sein kann. Also ein bisschen, sag mal, das ist jetzt schon sehr, sehr einfach gehalten, aber sollte, glaube ich, nochmal reichen, wie gesagt, um zu gucken für euch, ja, da war noch was mit Reed-Muller-Form und das Grundverständnis. Guckt nochmal in die Hausaufgabe vielleicht auch rein, da, wo wir dann eben gucken müssten, wie kann ich vielleicht was ergänzen, also wie sieht das aus, sowohl bei Reed-Muller-Form Umformung als auch die anderen Umformungen, die wir hatten zu KNF, DNF, auch wenn wir dann nächste Woche nochmal kurz drauf kommen. Wie kann ich denn eigentlich was ergänzen, wenn etwas 0 ist? Oder wie kann ich was ergänzen, dass etwas 1 ist? Das hatten wir da auch noch mit drin. Genau, ansonsten keine Sorge vor den ganzen XORs. Wirklich einfach schrittweise durchgehen. Und ja, es kann teilweise relativ lang werden an Zahlen. Das ist dann auch wieder Schreibarbeit. Ich hoffe, wenn es entsprechende Aufgabe geben sollte, dass sie dann zumindest im Umfang sich in Grenzen hält. Gut, dann noch einmal zum letzten Thema. Für diese Woche jedenfalls. Und zwar kurzer Blick auf Hamming-Distanzen beziehungsweise Hamming-Codes. Und ja, die erste Frage wäre, wie ist die Hamming-Distanz des angegebenen Codes? Wisst ihr noch, wie ich an die komme? Okay, ja, es gibt was mit Prüfbits-Berechnung und allem. Genau, da hatten wir was gemacht. Das war dann aber auch ein bisschen größerer Hamming-Code, den wir hatten. Ja, ein guter Hinweis. Das war eine Aufgabe, die auch sicherlich vom Typus her auch in eine Klausur passen kann, wie wir sie in den Übungsaufgaben hatten. Hier erstmal war tatsächlich ganz einfach nur erstmal die Frage, wir haben einen Code gegeben und die Frage nach der Hamming-Distanz. Es mag ein bisschen einfach sein, aber wir haben tatsächlich wieder die Sache, dass wir eben gucken, wie sind die Abstände von einem Codewort zum nächsten. Und wenn ich doch die richtige Ebene erwische, dann sehen wir halt, dass wir hier den Abstand von jeweils 2 haben zwischen 2 Codewörtern. Das heißt, unsere Hamming-Distanz für diesen Code beträgt dann auch in diesem Fall 2. Und daraus können wir dann eben auch weitere Sachen berechnen. So, was wir natürlich noch beachten müssen, es kann jetzt halt sein, in dem Fall ist überall der Abstand gleich, es ist jeweils Abstand von 2. Es kann natürlich auch sein, dass wir einen Abstand von 2 haben zwischen manchen Codewörtern und zum Beispiel einen Abstand von 3 zwischen manchen Codewörtern. Was wäre denn dann die Hamming-Distanz? Also wenn ich jetzt Abstände 2 und 3 hätte zwischen Codewörtern, also keine Ahnung, vom dritten zum vierten Codewort wäre der Abstand nicht 2, sondern 3 gewesen. Wie wäre dann die Hamming-Distanz? Ja, lasst euch nicht verwirren von meiner Frage. Tatsächlich bleibt in dem Fall das bei 2. Und zwar liegt das daran, dass das Minimum genommen wird, der Abstände zwischen 2 Wörtern. Also wenn ich
unterschiedliche Abstände habe, wird trotzdem das Minimum genommen. Und das kann man auch ganz leicht verstehen, wenn man überlegt, wofür die Hemming-Distanz genutzt werden kann. Nämlich, dass wir daraus direkt berechnen können, welche Bitfehler erkannt und welche korrigiert werden können. Und wenn das nämlich größer wäre, unsere Hemming-Distanz, dann würden wir viel mehr Fälle drin haben, wo wir noch behaupten, wir können es erkennen und korrigieren, aber dann eben nicht mehr tun. Also deswegen müssen wir immer den kleinsten Wert nehmen, damit dann eben die Berechnung für Bitfehlererkennung und Bitfehlerkorrektur auch stimmt. Ja, also das heißt, unterschiedliche Abstände wird dann das Minimum genommen. Okay, wir haben jetzt dann mal angenommen einen Code mit einer Hamming-Distanz von 6 vorliegen. Und da konnten wir, wie ich ja schon sagte, daraus dann ableiten, welche Bitfehler wir erkennen können und welche wir korrigieren können. Da gab es Formeln zu. Sehr vereinfachte Formeln allerdings, um die Werte zu berechnen. Wisst ihr noch, wie die heißen? Helf uns mal ein bisschen mit, dass wir, wenn wir sagen, eine Hemming-Distanz von 6, dass wir dann eben auch sagen, für den Wert D bei dem Code gilt 6. Das heißt, die Berechnung hat irgendwas mit einem D wie Dora zu tun. Okay, dann gebe ich euch das einmal. Und zwar für das Erkennen haben wir d minus 1. Das heißt ein weniger als die Hemming-Distanz. Wäre hier also in unserem Beispiel bei einer Hemming-Distanz von 6, können wir also 5 Bitfehler erkennen. Korrigieren ist aber deutlich weniger. Deswegen wird das Ganze auch berechnet durch d minus 1 geteilt durch 2. Das heißt, im Endeffekt kämen wir auf 5 geteilt durch 2, was an sich natürlich den Wert 2,5 hätte. Warum ist 2,5 jetzt aber nicht das Ergebnis? Also warum darf ich da nicht einfach so das so stehen lassen? Ja, genau, weil es gibt keine halben Bitfehler. Ne? Es gibt immer nur, also Bitfehler sind halt bitweise ganze Zahlen an der Stelle. 2, 3, 4, 5. Es gibt keine halben Bitfehler. Das heißt, selbst wenn ich schon Potenzial hätte, ich könnte fast vielleicht mehr erkennen. Kann ich aber halt nicht. Es fehlt halt eben noch die Hälfte bis zur 3. Das heißt, ich kann nur 2 Bitfehler erkennen an der Stelle hier. Ja, zwei Bitfehler korrigieren an der Stelle, Entschuldigung. Also erkennen kann ich 5 Bitfehler. Da weiß ich aber nicht, wo die dann sind. Korrigieren könnte ich dann nur 2 Bitfehler. Also auch hier bitte dann einmal entsprechend dann die jeweiligen Formeln dafür dann auch merken, die noch relativ einfach gehalten sind. Und genau, der Hinweis auf die eine Übungsaufgabe ist sicherlich auch nicht verkehrt, da nochmal zu schauen, wie wir das gemacht haben. Mit diesen Prüfbits da einmal einen Code auch zu erkennen. So, ansonsten haben wir jetzt die 2 Stunden auch wieder voll. Wir sind grob einmal durch die eine Hälfte des Semesters gegangen. Wie gesagt, nur sehr viel angerissen. Definitiv nicht in der Tiefe, in dem Umfang, wie es dann noch besser wäre. Aber das dauert dann halt auch mehr. Und ich weiß auch nicht, wie weit ihr schon in der Vorbereitung seid für die Klausuren. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem ein Gefühl bekommen habt, welche Themen da eigentlich noch alle so sind.
euch schon mal langsam erinnert, langsam das Gedächtnis für das Lernen vorbereitet, wenn ihr noch nicht richtig viel angefangen habt. Und genau, nächste Woche würden wir dann halt so ein bisschen in die zweite Hälfte des Semesters gucken. Und zwar grob ungefähr die Themen. Muss ich auch mal schauen, dass ich ja nichts Falsches sage. Ungefähr die Themen. Genau, KV-Diagramme, KNF, DNF würden wir uns dann auf jeden Fall nochmal anschauen. Vielleicht auch nochmal Shifts, genau, Shift statt Multiplikation. Schaltung war vorhin auch der Wunsch, das passt ganz gut auch zu KV-Diagrammen, dass wir das machen können. Und da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht uns so ein bisschen mit Zustandsdiagrammen beschäftigen. Impulsdiagramme wäre ein gutes Thema, was man immer machen kann. Können uns nochmal Programme für die Adressmaschinen anschauen und Pipelining ganz grob. Also, die Frage nach übernächste Woche. Meines Wissens ist da doch Vorlesungsende. Eigentlich dürfte nur noch nächste Woche, genau, nächste Woche sein. Genau, also in der vorlesungsfreien Zeit mache ich kein Tutorium. Da müsst ihr mir dann auch mal meine Ruhe gönnen. Also deswegen, nächste Woche ist dann eben wieder nochmal den Termin, den wir eben nutzen können, weil Übungsblätter durch sind, um nochmal wieder zu wiederholen. Geplant ist, meines Wissens, wenn sich es nicht geändert hat, ja weiterhin noch ein Paniktutorium vor der Klausur. Und eine Probeklausur, das wird allerdings von Herrn Meder oder entsprechend anderen Kollegen von TAMS durchgeführt. Insofern mit mir den letzten Termin für dieses Semester nächste Woche. Und genau, wenn es noch explizite Wünsche nach Themen gibt, dann schreibt sie mir gerne auch über E-Mail. Das müsste irgendwo im Moodle drin stehen oder auch auf der Webseite von der TAMS-Lehrveranstaltung. Genau, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, dass wir schon mal angefangen haben. Und ja, wenn wir uns nicht sehen, dann viel Erfolg bei der Klausur und ansonsten vielleicht eben nächste Woche nochmal und eine schöne Woche soweit.